Nach einem stressigen Arbeitstag ist der Wald ein idealer Ort, um sich zu erholen. Spazieren, biken, joggen. Doch sind wir uns bewusst, wie wichtig der Wald für uns alle wirklich ist? Er ist viel mehr als ein Naherholungsgebiet. Er ist ein faszinierendes Ökosystem. Der Wald speichert CO2, schützt uns vor Naturgefahren und liefert uns Holz. Für eine funktionierende Umwelt ist der Wald so wichtig, dass er ohne Zweifel als systemrelevant bezeichnet werden kann. Eine Schweiz ohne Wald? Unvorstellbar. Genauso verhält es sich mit der Wasserkraft. Sie produziert 60% des Schweizer Strom, ist einheimisch, erneuerbar und praktisch CO2-frei. Für unser künftiges Energiesystem spielt die Wasserkraft eine wichtige Rolle. Sie hilft entscheidend mit, dass wir rund um die Uhr, im Sommer und im Winter genügend Strom zur Verfügung haben. Denn man kann sie speichern. Durch das kann man die Über- oder die Unterproduktion von der nicht steuerbaren Wind- und Solarenergie ausgleichen, wenn man es braucht. Das Problem ist aber, an die Wasserkraft haben wir uns gewöhnt. Viele von uns sind sich gar nicht bewusst, wie wertvoll sie ist als erneuerbare Energie. Zudem leidet sie unter dem wirtschaftlichen Umfeld und wird von zu tiefen Kohle- und CO2-Preisen sowie Subventionen bedrängt. Da stellt sich die Frage, was können wir machen, damit wir unseren besten Trumpf, die Wasserkraft, wieder rentabel einsetzen können, auch über die Landesgrenzen hinaus. Wundermittel gibt es keine. Wir brauchen faire Rahmenbedingungen, das muss unbedingt sein. Denn ohne sie geht es einfach schlichtweg nicht. Sie ist systemrelevant. Heute und erst recht morgen für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiestrategie 2050. Habt ihr übrigens gewusst, wem die Schweizer Wasserkraftwerke gehören? Sie sind zu 4/5 im Besitz der öffentlichen Hand. Das heisst, sie gehören uns allen. Genauso wie der Schweizer Wald. Tragen wir Sorge zu beidem, es lohnt sich wirklich.